Und herzlich willkommen bei der Scooterschraube. Ihr wisst, wir reparieren hier Roller oder setzen sie wieder in Stand. Sei es nachschauen und das eine oder andere Teil vielleicht mal auswechseln. Da bleibt es natürlich nicht aus, dass immer wieder das eine oder andere Paket hier auftaucht. Deshalb trotzdem Werbung drüber. Wir haben jetzt, sage und schreibe, 3 Pakete bekommen. Die sind natürlich für meine Roller. Das heißt, bauen, bauen, bauen und anschauen. Was gibt es für einen besseren Platz als diesen? Ich musste leider von den 3 Paketen 1 zur Seite nehmen, weil das ist privat, aber das hier ist offiziell für alle Leute, sagen wir mal so. Okay, wir schneiden hier mal dran lang. Ja, das wird wohl irgendwie hier machbar sein, denke ich. Was hat es auf sich mit so einem langen Paket? Ja, das ist speziell für Roller, für viele Roller, für alle Roller im Grunde. Kann ich gerade nur so sagen. Zur Seite. Der eine nutzt es fürs Auto im Winter, vielleicht sogar im Sommer. Wir nutzen sowas für Roller. Und zwar kennen Sie das? Für die Windschutzscheiben fürs Auto. Das ist speziell nur für Roller. Wir nutzen es speziell, oder vielmehr ich nutze es speziell nur für Roller. Ja, ihr werdet schon sehen, was das so auf sich hat, ne? mit dieser Folie. Gut, kommen wir zu Paket 2. Das ist ein bisschen höher. Einmal öffnen. Ja, das ist sehr, sehr hoch, möchte ich sagen. Und mal gucken. Ja, aber es klappt perfekt. Das ist ein Teil für einen Roller. Genauso wie das andere oder das vorige auch. Das hier ist auch ein Teil für einen Roller. Weg damit. Und zwar, was ist das? Ihr wisst, was ich brauche. Was ich auch sogar etwas günstiger bekommen habe von einem privaten. Ich kann ja nicht immer nur teuer kaufen. Das geht ja nun auch nicht. Da muss ich, auch sehen, wo ich bleibe. Von daher muss ich auch Gebrauchteile oder mit Gebrauchteilen arbeiten. Ja, das Auspacken dauert hier ein bisschen länger. So, aber es funktioniert ganz gut. Gut, das ist ein Schutzblech für vorne oder ein Kotflügel für vorne, ein gebrauchter. Und zwar könnt ihr euch das denken, für was dieser Kotflügel hier ist? Genau, Kymco Agility. Und den habe ich recht günstig bekommen. Man konnte auch einen Preisvorschlag abgeben, habe ich somit getan und der Verkäufer hat eingewilligt und schon haben wir einen recht günstigen Kotflügel, ja. Oder recht günstiges Schutzblech. Diese beiden Sachen sind wie gesagt für die Roller und ja, da kommt noch das ein oder andere da, ne? Mit der Folie. Hiermit natürlich, und auf ein spezielles Teil warte ich ja noch, aber das machen wir dann, wenn es angekommen ist.
Ihr wisst, ich jage hier Teile durch ohne Ende und von daher bleibt es eben nicht aus, immer in einem Video Teile auch euch vorzustellen. Ich enthalte euch nichts. Ihr bekommt wirklich alles eins zu eins mit und das ist meine Aufgabe. Ich muss ja auch Teile bestellen, die ich letztendlich auch für meine Roller brauche, um sie irgendwann richtig fertigstellen zu können. Was natürlich eine Lebensaufgabe ist, muss ich schon so sagen. Im Grunde bekommt ihr auch so mit, was ich an wirklich Geld rauspulver, nur dass ich für euch diese Videos machen kann. Und das ist jetzt meine neue Cam, die jetzt kam, die neu gebrauchte. Nun kommt noch eine neue. Ich muss vorbeugen, dass ich für euch weiterhin die Videos machen kann, spielen kann, schrauben kann, wie man es auch nennt, vielleicht sogar zaubern kann. Und das, die neue Kamera, die demnächst kommen wird, ist auch eine Canon. Qualität noch etwas gehoben als diese. Hat aber alles immer seinen Preis. Und deshalb bin ich natürlich mit jeglicher Unterstützung, oder würde ich mich drüber freuen, falls der eine oder andere mal einen Teil im Keller liegen hat, dass er vielleicht dann nicht mehr braucht, wo wir vielleicht irgendwas aushandeln können. Lasst es mich wissen, weil nur so kann ich natürlich auch meine eigenen Roller auf Vordermann bringen. Deshalb schaut einfach mal in die Keller rein oder auf den Dachboden und lasst es mich einfach wissen. Ihr seht jeden Tag, was ich gebrauchen kann. Peter ist jemand, der immer ruckzuck zuschlägt. Von daher, wie gesagt, wollt ihr auch mal was loswerden, was ich gebrauchen kann, schreibt mich hinten über meine Kanalbeschreibung an oder direkt über die Kommentare. Wir werden schon was finden. Ein Weg findet sich immer. Von daher, kurzes Video, kurzes Update, dass ihr erstmal Bescheid wisst, was ist eingetroffen, mit was geht es dann weiter. Ja, was soll ich noch groß sagen? Euch einen schönen Tag und tschüss, euer Peter.